Hier unsere professionellen Jungs von DJ Boss haben leider den Kamera-Akku nicht richtig geladen. Das Kamera-Akku. Das Kamera-Kit. Hi Leute, herzlich willkommen bei den DJ Bros. Wir sind hier auf der MixCon in München in der BMW-Welt. Und hier neben mir steht der Frank, Produktspezialist bei InMusic, Denon DJ, auch hier. Und vor uns hier das nagelneue Gerät, der Denon Prime 4. Nachdem ihr jetzt echt mit dem Prime-Setup, was da hinten steht, echt brutal abgeliefert habt. Ich konnte es ja zum Glück auch schon testen. Vielen Dank auch nochmal dafür. Habt ihr jetzt hier noch so ein Brett rausgebracht, nämlich ein 4-Kanal-Standalone-Controller. Hammergerät. Also erzähl mal, was... Sag mal so ganz grob die Killer-Features, was macht das Gerät aus, warum ist es besser als alles auf dem Markt? Schieß mal los. Okay, ich wollte sagen, im Prinzip ist es kein wirklicher Controller, sondern es ist wirklich ein 4-Deck-Standalone-DJ-System, weil man eigentlich das nicht als Controller verwendet, sondern wirklich als Standalone. Im Prinzip, wenn man dieses Gerät hat, braucht man keinen Rechner mehr und das ist eigentlich das, was wir damit erreichen wollen. Das ist zum einen möglich durch diesen 10 Zoll Screen hier, also Monster, mehr sehr fulminant hier alles auswählen kann. Zum anderen, wir haben hier verschiedene Eingangsmöglichkeiten. Wir haben hier die SD-Karte, wir haben 2 USB. Aber, und das ist eigentlich auch ein weiteres Killer-Feature, man hat die Möglichkeit, eine 1 Terabyte SSD-Platte einzubauen. Man sieht das jetzt hier schlecht. Unten drunter quasi. Hier wird die SSD-Platte eingebaut. Auf die hat man dann über einen Rechner dann Zugriff und dort kann man dann die Tracks draufbauen und dann kann man loslegen. Das ist quasi einfach wirklich, wenn du das Gerät mitnimmst, also wirklich, du hast deine gesamte Mediathek drin, du bräuchst, wenn du deine Festplatte drin hast, Gerät mitnehmen, keine USB-Sticks, kein nerviges Zeug, einfach mitnehmen, anschließend, go. Und noch zusätzlich, eben wenn es dann notwendig ist, kannst du natürlich noch einen USB-Stick ranstecken, beziehungsweise sogar 2 und noch hinten einen und noch eine SD-Karte. Also ich glaube, so an Anschlussmöglichkeiten arbeitet es nicht. Gibt es hier eine ganze Menge, genau. Auf jeden Fall. Des Weiteren, was auch nochmal ein Feature ist, weil man ja bei gewissen Funktionen, was die Software angeht, doch immer, wenn wieder zum Rechner umsteigen muss. Zum Beispiel, wenn man einfach eine Playlist erstellen will, theoretisch. Ne? Jetzt kann man hier hingehen, vielleicht schaut ihr mal rüber kurz. Hier kann man jetzt hingehen und einfach, indem ich hier auf dieses Symbol hier klicke, kann ich beispielsweise entweder neue Folder, aber auch eine neue Playlist erstellen. Die nenne ich jetzt einfach mal hier MixCon oder DJ Bros, wie auch immer. Machen wir einfach mal hier Bros, zack, Create, hier ist sie. Und dann seht ihr schon, dann wird hier die Möglichkeit gegeben, Tracks auszuwählen. Die kann man dann hier einfach anwählen oder eben auch aus anderen Libraries. Klickt hier drauf und dann ist es hier einfach per Drag and Drop rein. There we go. Und schon hat man quasi sich auf die Schnelle eine Playlist dann angelegt. Und das ist natürlich wirklich ein Killer-Feature, weil damit auch noch so mal der letzte Grund, warum man überhaupt noch an Laptop muss, auch ausgeschaltet ist. Und natürlich hat man auch die Möglichkeit, wenn man jetzt hier, ich lade jetzt hier einfach mal einen Track rein. Wie ihr seht, man hat hier ganz schön die 4 Decks, man kann die dann zuweisen. Ich lade das jetzt in Deck 2. Hier ist es auch schön gemacht, ne? Die Fortführung des Kanals hier, sieht man dann hier oben. Wir haben auch beim Rumspielen auch schon sehr gut gefallen, dass wenn man hier zoomt, dass alles gleichzeitig passiert. Genau, ja. Ist einfach gut durchdacht. Ja, weil man halt im Prinzip, es kamen jetzt schon verschiedene Rückfragen, ja, warum macht ihr die nicht horizontal? Der Grund ist, es ist natürlich diese entsprechende Logik, das ist die Fortführung des Kanals und man hat dann halt hier auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt das andere Deck hier noch dazu nehme, nehme ich mal hier einfach einen anderen Track, zack, lade den halt rein. Deck 4. So, jetzt habe ich den in Deck 4. Jetzt kann ich hier die Geschwindigkeit angleichen. Wie ihr seht, ich habe ja gar keinen Kopfhörer auf. Ja, so. Gehe an die Geschwindigkeit, nehme die gleiche Geschwindigkeit, starte den Track und kann ihn jetzt hier, jetzt habe ich ihn schon so gut gestartet, dass er sowieso schon Sync läuft, aber theoretisch, ich gehe jetzt mal bewusst hin und verpitche den, kann man hier halt schön, hat man noch das optische Feedback, um den Track halt auch visuell anzugleichen. Neben natürlich der Tatsache, dass man natürlich das wie gewohnt mit Kopfhörer und Cue machen kann. Das ist der Grund, warum die natürlich auch nebeneinander laufen, was genial ist. Und wie du sagst, ne, wenn man das hier halt eben entsprechend
zoomt. Allein schon überhaupt, dass es so möglich ist mit dieser 2-Mega-Gestik. Und auch alles lagfrei. Ne? Also es ist reagiert extrem gut. Und auch da nochmal, ich weiß, ihr habt ja das schon im Prinzip getestet und so weiter. Ich will das jetzt auch nicht alles wiederholen. Aber das ist oft so der Einwand, dass bei DJ-Equipment Touch-Sensitivität, ist das denn überhaupt reliable und so weiter? Und das ist es. Also das funktioniert so gut und wir sind es so gewöhnt, diese ganzen Gesten von unseren Handys, das ist einfach intuitiv, dass man einfach nach rechts Track laden, das, man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Und insbesondere beim Browsen macht das ja super Sinn, wenn man halt schnell irgendwo in einer Playlist hin und her geht, anstatt über den Regler. Geht aber natürlich auch, und wer natürlich auch den haptischen Feedback haben will beim Laden, kann das natürlich auch hier drüber machen. Ne? Also es ist nicht so, dass es nur über Touch funktioniert, aber gerade das Browsing ergibt ja durchaus Sinn, dass man das eben entsprechend über so eine Touch... Ich war da auch ziemlich impressed, muss ich sagen, als ich da das Prime Setup für euch testen durfte. Ja. Die Usability ist schon killer. Also gerade, wie du es gesagt hast, von Handys, von Tablets, man kennt's, das funktioniert einfach top. Und jetzt gerade hier mit dem 10-Zoll-Screen hattest du gesagt, das ist killer. Das ist wirklich Tablet vor dir. Das ist das... hier verstellen, ja, in der Höhe. Das ist in der Höhe verstellbar. Je nach Gusto oder je nachdem vielleicht auch nach Sonneneinstrahlung, wenn man auf einer Open Air spielt und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut gelöst hier. Es gibt noch vielleicht auch nochmal ganz kurz nur zur Info für die Prime sehr nicht kennen. Wir befinden uns hier in diesem ganzen Prime-Ökosystem. Ja? Das heißt, all das, was bei den SC5000 möglich ist, ist hier auch möglich. Ihr seht, hier gibt es diesen zweiten Screen, wo man im Prinzip noch eine zweite Information hat, in dem Fall das Trackcover, was sich natürlich auch ändert, wenn ich umschalte. Es zeigt einem die Decks an. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Loop gehe und den verkürze, werden auch die Looplängen hier angezeigt. Also es ist neben der Tatsache, ich gehe jetzt nochmal auf Vinyl, es zeigt auch die Richtung hier. Ne? Also es ist mehr als jetzt nur ein fancy Feature, dass man da das Cover sieht, sondern cool aussieht. Ja. Ja, genau. Apropos cool aussehen, man kann auch sein eigenes Logo kann man halt drauf anzeigen lassen. Für die ganzen narzisstischen DJs unter uns. Manchmal gebe ich eine Demo, erzähle das oder erzähle halt viel über die Features, und sobald ich dann sage, dass man das eigene Logo drauf machen kann, ist die Kiste verkauft. Ne? Naja, gut. Nein, Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall nochmal cool, dass man da halt so einen, auch in so einer Auflösung, so einen zweiten Screen hat. Absolut. Dann gibt es ja noch... Ich sage nochmal ganz kurz nur noch die Dinge, die also tatsächlich jetzt, weil du sagtest, die Killer-Pitch-Features, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ihr bekommt es eh zum Test und dann macht ihr das ja, weil ihr könnt das ja gut. Danke. Aber gerade nochmal hier nochmal so 2-3 Pitches zu dem Gerät. Was auch absolut unique ist, ist vor allen Dingen hier die Möglichkeit, dass man hier einfach Zone anschalten kann. Ja? Und jetzt sieht man hier, der vierte Kanal, den muss man leider opfern, aber gut, wird dann im Prinzip zu einem Zonen-Out. Und wenn ich jetzt hingehe und habe dann hier, kann ich jetzt sagen, okay, den Track bzw. die Playliste soll jetzt zur Zone gesendet werden. Und jetzt erscheint diese Playlist hier in der Zone, und wenn ich jetzt auf die Zone schalte, hier kann ich hin und her schalten, kann ich dann auch natürlich die Zone hier entsprechend abspielen. Wird hier grün und dann läuft's, ne? Und das ist auch hinten, gibt es einen extra XLR-Ausgang, der dann im Prinzip dann die andere Zone bespielt. Und der Hintergrund ist, also man kann zum Beispiel dann hier auf dem Hauptfloor spielt man halt, keine Ahnung, Gabba, und auf dem anderen dann Chillout-Set gleichzeitig und kriegt hoffentlich doppelte Gage. Es ist gerade, ja, gerade zum Beispiel für Mobile-DJs gibt es ja auch eine ganze Menge. Waren wir auf der Checkpoint-DJs ja auch ein bisschen Richtung Mobile-DJs eher ausgelegt. Das ist natürlich ein absolutes Killer-Feature. Du kannst auf der Tanzfläche das spielen und nebenher lässt du halt ein entspanntes Mixtape laufen. Ich habe das jetzt so ein bisschen scherzhaft gesagt. Ich meine, das hat ja wirklich eine reale Anwendung. In Bars, in Restaurants, keine Ahnung, auf Hochzeiten. Ne? Das ist ja oft so, dass halt im Nebenraum vielleicht andere Musik laufen soll. Und dann kann man halt auch das eben auch separat zugreifen und fast jeden Wunsch erfüllen und trotzdem noch ein anderes Set im Hauptfloor spielen. Also das ist ganz geil. Was auch extrem cool ist, und das ist eben was aktuell sogar das Gerät noch den anderen SC5000 voraus hat. Es kommt aber bald ein Firmware-Update, was das auch bei den SC5000 möglich macht. Es kommt eh bald ein neues Engine Prime Update mit vielen, vielen neuen Features. Aber aktuell will ich halt das gerne mal demonstrieren.
Und zwar, bisher war es ja immer nur möglich, sozusagen die Geschwindigkeit zu verändern und dabei den Key beizubehalten. Aber der viel wichtigere und entscheidendere Use Case ist ja der, man hat links einen Track, der eine gewisse Harmonie hat und rechts einen Track, der eine gewisse Harmonie hat und die passen harmonisch nicht zusammen. Eigentlich konnte man sie nicht spielen, weil man müsste ja, um sie anzugleichen, entweder verpitchen oder mit Time Stretching die Geschwindigkeit verändern und somit wären sie ja nicht mehr im Takt. Jetzt aber ganz neu, und das ist wirklich unique, auf einem Standalone-Gerät, ja, ist, dass man halt hier hingehen kann, und wenn ich das nämlich jetzt mal einfach mal, ich gehe zurück hier und spiele das nochmal ab, gehe nochmal hier an den Anfang von dem Track. Ich gehe mal eher, wo wir vielleicht eine Melodie spielen. Key Correction ist an, ich klicke hier auf die Key Correction drauf und jetzt kann ich hier oben in den Keys springen, in Echtzeit, während dem Laufen des Tracks und somit die Harmonie angleichen. Richtig gute Sache. Also man kennt es ja sonst tatsächlich nur vom Computer und nur von irgendwelchen Programmen. Standalone hat es ja noch keiner gesehen. Du hast manchmal so einen Pitch-Regler, wo du dann halt hoch und runter drehen kannst, aber in Stufen ist halt echt was Neues. Und auch da die Qualität, also die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Also wenn man Extremwerte nimmt, selbst dann klingt es noch cool. Man kann sogar hingehen und sozusagen auch diesen Key synken, ja, und dann geht einfach der linke Player hin und synkt sich auf den nächste passende Harmonie an. Also das ist schon extrem, extrem cool. Okay, wir sind wieder auf Sendung. Yay. Hier unsere professionellen Jungs von DJ Boss haben leider den Kamera-Akku nicht richtig geladen. Das Kamera-Kit. Nee, okay, alles cool. Wir sind wieder online, genau. Wir waren stehen geblieben bei weiteren Killer-Features des Prime 4. Auf jeden Fall erwähnenswert ist, weil es ja darum geht, ich meine, natürlich zielen wir hiermit auf mobile DJs ab, die im Prinzip alles in einem haben wollen, die damit reisen, die damit Hochzeiten spielen. Es ist natürlich ein hochprofessionelles Set, keine Frage, aber natürlich im Vordergrund von diesem System steht die Transportabilität. Aber auch, und weil wir wissen natürlich, wer diese Zielgruppe ist und was sie benötigt, sind wir endlich auf deren Wünsche eingegangen und haben hier auch jeweils, wir hatten schon immer zwei Mic-Kanäle, aber hier jetzt auch die Möglichkeit, sogar beim ersten Mic sogar mit Treibern-EQ. Also das ist dann, das erste Mic hat ein Treibern-EQ, das zweite Mic hat im Prinzip Zweiband-EQ. Du kannst hier zu jedem noch einen Effekt zuschalten und das ist alles unabhängig der Kanäle. Also das heißt, man muss keinen Kanal dafür opfern, dass man jetzt noch Mikros zuschaltet. Und prinzipiell, alles ist hochgradig einstellbar. Gerade hier, ihr seht, man kann den Talk-Over-Level einstellen. Wirklich, es ist fast alles ist einstellbar. So ähnlich personalisierbar wie bei den SC5000 oder bei den 5000M. Genau, korrekt. Und auch noch, dass du hier genau die Möglichkeit, wie jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in den Mix gehe, dann sieht man jetzt hier, ja dass sich die Deckfarbe ändert. Das kann ich hier ändern. Dann seht ihr das hier. Deckfarben ändern sich, aber sogar das auch vom Q. Ne? Also, war auch ein Feature, was mir sehr gefallen hat bei dem Mixer, beim X1800. Das ergibt Sinn, damit man halt einfach direkt ohne nachzudenken durch die Farben geleitet weiß, wo man sich befindet. So. Ansonsten, was in dem Zusammenhang, weil wir jetzt gerade in den Menüs waren, was auch super, super, super komfortabel ist, man hat direkt die Möglichkeit, im Gerät aufzunehmen. Indem man hier einfach Record drückt, dann Start. In dem Fall hat er jetzt mich nicht gefragt, ob ich auf welches Device ich aufnehmen will, weil nur eins drin ist. Wäre aber noch ein weiterer Stick drin oder eine Festplatte, dann hätte er gefragt, wo möchtest du denn darauf aufnehmen? Möchtest du es auf den Stick, der auch gleichzeitig die Quelle ist, oder möchtest du auf was anderem? Und dann kann man das dann halt eben intern aufnehmen und wenn man jetzt auf Stop drückt, Save As, ihr seht, das ist auch ein Wave, also gute Quali, man kann das dann in irgendeiner Art und Weise betiteln, abspeichern und das war's. Und ohne dann nochmal umständlich einen externen Field Recorder oder was anschließen zu müssen, wird alles intern mitgeschnitten. Genau, ganz kurz noch, man hat auch zwei Effektboards, die unabhängig voneinander funktionieren, die man dann eben auf den entsprechenden Kanal zuweisen kann. Dazu hat man noch zusätzlich hier im Mixerbereich vorne die vier Effekte, die man über diese Regler hier bedienen kann. Das ist im Prinzip Standard, ne? High Pass, Low Pass,
Auch da, wie das Filter greift, wie das Filter klingt, ist einstellbar. Es gibt verschiedene Filtertypen. Das sind aber die gleichen Effekte wie auf dem MX-1800 oder sind das verschiedene hier unten? Soweit ich das im Blick habe, sind es die gleichen, richtig? Die sind identisch, nur mit dem Unterschied, dass halt beim X-1800 das Filter nochmal einen eigenen Kanalzug hat. Einen eigenen Knob hat, genau. Und ansonsten, was auch schön ist, ist, dass hier die ganzen Effekte, dass die Displays hier so schön auch, dass das halt angezeigt wird hier, ne, welcher Effekt es ist. Man kann den hier dann zuweisen, anmachen und dann hierüber in verschiedener Art und Weise manipulieren. Ist eigentlich Standard. Ich glaube, dann sind wir fast durch mit den ganzen Features. Der Rest ähnelt ja sehr dem Setup, wie es bei der SC5000 auch war oder beim X1800. Genau, also ich freue mich schon drauf, das Ding tatsächlich dann mal im Detail zu betrachten. Ist ab April dann hoffentlich in den Läden und ihr bekommt natürlich eins zum Test. Sehr gerne, freuen wir uns sehr drüber. Dann will ich wieder so ein lustiges Video sehen. Ich möchte auch, dass du wieder da so vorstehst und sagst, der Plan 4. Machen wir. Machen wir. Also, danke dir. Für die kurze Erklärung, danke dir auch, dass wir das dann zum Test bekommen. Genau. Und genau, ich würde sagen, DJ Bros out, mehr in Kürze.